Ja, hallo zusammen. Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz vor unserem anstehenden Heimspiel mit unserem Cheftrainer Paul Dardai und unserem Sportdirektor Benjamin Weber. Bevor wir allerdings den Blick auf dieses Spiel richten, möchte ich ganz gerne anknüpfen an die Pressekonferenz der vergangenen Woche vor unserem Spiel gegen den SC Paderborn, in deren Nachgang einige interne Gespräche stattgefunden haben, aber auch Gespräche zwischen Hertha BSC und der Kicker-Redaktion sowie zwischen unserem Cheftrainer Paul Dardai und Kicker-Reporter Steffen Rohr. In diesem Zuge wurde dieser Vorfall von letzter Woche aufgearbeitet. Und an dieser Stelle möchten wir es auch nicht versäumen, uns an die Medienschaffenden zu wenden, die in der vergangenen Woche aufgrund dieser Situation daran gehindert wurden, ihre vollumfängliche Vorberichterstattung vorzunehmen. Und das bedauern wir sehr und da möchten wir uns natürlich auch an dieser Stelle entschuldigen und bitten um Nachsicht. Und damit würde ich sagen, schauen wir auf das Spiel am kommenden Freitag. Wir empfangen den FC Hansa Rostock bei uns im Olympiastadion. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Das Stadion öffnet bereits um 16.30 Uhr. Und aufgrund der hohen Zuschauerauslastung und den verstärkten Sicherheitskontrollen bei diesem Spieltag bitten wir darum, recht frühzeitig ins Stadion zu kommen. Wir erwarten 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und damit ist auch das Kontingent, das wir für dieses Spiel zur Verfügung stellen können, komplett vergriffen. Es werden aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen einige Blöcke als Pufferblöcke dienen. Und ja, zur Einlasssituation vielleicht noch der Hinweis, Hertha-Fans nutzen bitte ausschließlich das Osttor. Auf der rechten Seite des Osttors befindet sich auch der barrierefreie Zugang und die Gästefans, denen ist das Südtor vorbehalten als Einlass. Und damit würde ich sagen, hast du einen Hinweis noch, Gästefankleidung ist in den neutralen und in den Heimbereichen nicht gestattet. Zum Personal, wir müssen nach wie vor verzichten auf Smail Prevljak und Gustav Christensen. Auch Peter Pekarik steht noch nicht zur Verfügung. Pascal Clemens fällt auch verletzt aus für das Spiel am Freitag. Und Ago Rochel wird voraussichtlich in der U23 zum Einsatz kommen. Und an der Stelle, Paul, mit Blick auf die ganzen Rahmenbedingungen, was erwartest du am Freitagabend für ein Spiel und wie schätzt du die Mannschaft von Mersat Salimbegovic ein? Also erstmal bin ich froh für die Situation, dass wir dieses Jahr durch Mentalität haben wir geschafft, die Fans zu uns zu lockern, weil, wie ich das gehört habe, kommen wir volles Haus reden. Das spricht für die Jungs, dass sie nicht aufgeben und eine gute Mentalität zeigen. Das spricht dafür, dass man auch diese Stahlkraft Berliner Weg, die jungen Spieler da mitmischen. Natürlich, jetzt kommen wir zu der Endphase von der Saison. Einiger sieht man Müdigkeit, Pech, Konzentrationsfähigkeit. Also ein bisschen müssen wir schon wieder schützen. Da müssen wir vielleicht auch die Mannschaft wieder ein bisschen anderes austeilen. Und was ich erwarte, die letzte Woche habe ich schon gesagt, ein schwieriger Gegner bei weniger Räumen. Und das zu abzuwarten, dass die Räume gibt, das letzte Spiel hat man gesehen, ist C. Das hat nicht gut ausgesehen, dieser Moment, wo die Räume da waren. Dann haben wir die Spiele mit wunderschönen Toren gewonnen. Und in diese Richtung müssen wir gehen, ein bisschen mehr variabel sein. Ja, unsere Ballbesitz, die Gegner lockern, wenn du lockern kannst. Und da musst du auch, wichtig, erste Tore schießen wäre schön, für so eine Kulisse und so ein Spiel, weil ja sehr kompakte Gegner, die suchen sie 1-1, sehr viele 1-1 dadurch, was für uns nicht einfach ist. Wir sind nicht die körperbetonste Mannschaft, aber wir werden mitmachen. Wir haben auch so trainiert die Woche. Wir haben sehr viel 1-1, sehr viel Zweikampf geführt, Anfang die Woche natürlich, das soll nicht zu viel sein. Heute war mehr Regenerationstag. Und ich sehe eine taktisch disziplinierte Mannschaft. Auch die Hinspiel hat gezeigt, das war auch nicht einfach. Und das ist vielleicht ein Geduldsspiel. Vielen Dank, Paul. Dann gebe ich damit die Runde frei. Eure Fragen an die beiden bitte. Wir fangen an bei Wolfgang Leffler für Golazo Berlin. Ja, nochmal hallo alle zusammen. Ich begrüße Sie und beglückwünsche Sie zum Auswärtssieg in Paderborn. Ich muss aber ehrlich dazu sagen, dass die Art und Weise, wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, mir schon sehr viel Kopfzerbrechen bereitet haben. Und ich frage Sie persönlich, Herr Dardai,
diese absolut schwache Abwehrleistung in den ersten 25, 30 Minuten, wo es auch schon hätte 4-1 stehen können, hätte man nicht mit dieser Kompaktheit der Paderborner rechnen können, um das defensive Mittelfeld zu verstärken. Weil ich finde, die zwei Sechser waren die erste Zeit überhaupt nicht da, haben Räume zugelassen. Und wir können uns glücklich schätzen, dass es nur 1-1 stand. Auch wenn das 1-1 relativ schnell fiel, auch danach keine Besserung im Spiel. Was glauben Sie, taktisch ändern zu müssen? Ja, haben Sie recht. Und wir arbeiten daran. Sogar nach der Analyse können Sie bei uns gleich mitmachen, weil das richtig gut. Wie kämpfen wir damit? Wir haben schon Paarung gesucht. Wie sollen wir die Paarung machen? Das heißt, der dynamische Ballfänger oder Ballfresser, wer ist der spielstarke Spieler? Und da haben wir da Schwierigkeiten. Muss man auch sagen, die Pascal hat mit Dingen gespielt, was nicht in Ordnung ist, ja, und war verletzt. Und jetzt haben wir ihn rausgenommen. Ja, ich war nicht ganz voll informiert und da hat man Spuren gelassen, die Leistung, aber ist nicht schlimm, gehört dazu, die falsche Wille. Und trotzdem, ja, müssen wir auch in die Zentrum Zweikampf führen, nach vorne verteidigen. Auch die letzte Woche, wir haben sehr viel Zweikampfführung geübt haben, damit die Jungs nach vorne verteidigen. Diese Automatismen kriegen wir irgendwie nicht hin, weil die wichtigste Aufgabe bei einem Mittelfeldblock eine Kompaktheit nach vorne zu verteidigen. Und wir verteidigen, stehen wir und dann schauen wir, was passiert. Das ist zu spät. Du musst die Gegner stressen. Wir zeigen wir Video, trainieren wir und so weiter. Und wenn wir ehrlich sind, Deo ist die beste Ballfänger, Ballfresser, aber nur für die zweite Halbzeit. Wenn er erste Halbzeit spielt, nach 10 Minuten hat er eine gelbe Karte und dann ist ein anderer Deo. Und dadurch, das habe ich jetzt die letzte Zeit so gemacht, zweite Halbzeit kommt er rein, sogar habe ich auch zu ihm mitgeteilt. Er kommt damit klar, natürlich schmerzhaft, wenn er nicht Anfang an spielt. Zweimal muss ich sagen, Deo hat uns gerettet, auch gegen Nürnberg, auch jetzt durch seine Dynamik. Und gleich nochmal, durch Analyse, durch taktische Training, da haben wir ein bisschen Probleme. Trotzdem, ein Bukalakis, ein Hussein verbessert sich, neue Spielkultur, neue Liga, ja, da muss man daran gewöhnen und da machen sie auch besser. Bilal hat jetzt reingekommen, hat uns geholfen. Jetzt muss ich mit der Paarung überlegen. Pascal ist raus, praktisch 2 Sechser muss ich finden. Was sie gerade gesagt hat, dass die auch defensiv Zweikampf führen. Wir haben diese Saison nach Analyse durch Zentrum Schüsse ohne Ende mit Tore bekommen. Also da sieht nicht gut aus. Ja, ich muss nicht sagen, ich schäme damit. Ja, weil meine Mannschaft, ob das ungarische Nationalmannschaft oder früher Hertha BSC, null. Die Null war immer da. Und wir haben vieles versucht und machen wir weiter. Ja. Arbeiten, Analyse, Erfahrung sammeln. Trotzdem, ich sehe, dass bei den jungen Spielern gibt ein Entwicklungspotenzial. Da müssen sie besser sein mit der Erfahrung. Ja, auch ein Miki Karbov nicht defensiv. Anfang der Saison war nicht gut. Jetzt macht er seine letzte Spiel war auch nicht gut. Trotzdem macht er jetzt zu defensiv. Er arbeitet sehr viel für die Mannschaft und macht seine Szene nach vorne. Also da müssen wir wirklich, er muss sich die Kritik nehmen. Da müssen wir tierisch verbessern. Aber hier ist der Sportdirektor, er kann auch Druck machen bei mir, weil das sind Fakten. Roberto Lamprecht, Bild BZ, bitte. Ja, hallo an alle. Fragen an beide. Paul, wenn ich es richtig verstanden habe, hat Pascal Clemens angeschlagen gespielt. Was hat er denn gehabt, beziehungsweise was hat er jetzt? Wäre ich so durch? Ja. Er hat einfach einen Schlag also gegen Kopf im Training in der vergangenen Woche gehabt und hat jetzt Probleme mit dem Ohr, also Gleichgewicht. Ja. Ja. Und Frage an dich, Benni. 20.000 Rostocker kommen, das Stadion wird voll Kontingent aufgebraucht. Was bedeutet das für euch, die volle Hütte? Und aber auch gefragt, 15.000 als Puffer, die leer bleiben, hat es, glaube ich, auch noch nicht gegeben. Bahnt sich da irgendwas an? Hat sich da was angekündigt im Vorfeld? Wie sieht das Sicherheitskonzept aus, falls du der richtige Ansprechpartner bist? Ja, also die Details zum Sicherheitskonzept, glaube ich, kann Vera oder Tom besser beantworten. Aber grundsätzlich wird es erstmal ein volles Stadion und wird eine Wahnsinnsatmosphäre einfach auch sein. Und wir hoffen natürlich, dass das Spiel gab es halt lange nicht mehr hier in Berlin. Und dass es auch wie im Hinspiel natürlich friedlich bleibt, das ist erstmal die Maßgabe. Aber insgesamt, glaube ich, wurden da im Vorfeld sämtliche Maßnahmen in Abstimmung zwischen den Vereinen und auch mit der Polizei
getroffen. Und es ist einfach, wenn das Olympiastadion in diese Region kommt, ist es einfach fantastisch für die Mannschaften. Natürlich für uns als Heimmannschaft noch mehr. Es ist wieder ein Abendspiel. Und insofern ist das natürlich unser Ziel, dieses Heimspiel natürlich zu gewinnen. Aber natürlich hoffen wir auch, dass da im Umfeld alles friedlich bleibt. Ja, ich glaube, die Details zum Sicherheitskonzept verrate ich hier besser nicht, aber wir sind natürlich mit allen beteiligten Gewerken also sehr regelmäßig und sehr konstruktiv im Austausch, um ein sicheres Spiel zu gewährleisten am Freitagabend. Noch eine Nachfrage von... Die Frage anders formuliert, wenn Pufferblöcke da sind und 15.000 Lehrer, das haben wir, glaube ich, in Berlin noch nicht gehabt, also ich habe es noch nicht erlebt. Was sind die Gründe? Der Grund ist, dass es ein Sicherheitsspiel ist. Steffen Rohr für den Kicker, bitte. Ich habe eine zweigeteilte Frage an Paul Dardai. Tjaak Ernst ist wieder im Training seit Montag. Grünes Licht für Freitag oder gibt es noch ein kleines Fragezeichen? Und der Teil 2 der Frage, du hast gesagt, du suchst noch die richtige Mischung auf der 6 ohne Pascal. Kannst du noch mal konkret ausführen, in welchen Bereichen sich Bilal Stück für Stück auch verbessert? Also erstmal muss man sagen, eine gute Frage, weil... Heute hat Herr Menger zu mir gekommen und hat gesagt, jetzt müssen wir entscheiden, weil Tjaak ist jetzt gesund. Tjaak ist spielfähig. Dann morgen setzen wir zusammen mit den Torhütern und dann teilen wir das mit, wie ist die Situation. Da muss ich ein bisschen mich verstehen. Ich habe noch mit den Spielern nicht gesprochen und ich wollte nicht zu euch informieren, wer spielt, weil die Spieler sind meine Vertrauenspersonen. Und stimmt, er ist fit und er kann spielen. Und kann sein, dass er in die Tor steht. Die zweite Frage, Bilal. Also wir haben damals die Entscheidung getroffen für Bilal, dass er eine intelligente Sechse, dass er ein guter Barverteiler und da musste er an die Liga gewöhnen. Ja, bei der Zweikampfführung, ja, gegen den Druck, das hat nicht gut ausgesehen. Teilweise auch nicht in die vierte Liga, muss man ehrlich sein. Aber der Junge arbeitet. Ja, und auch mein Co-Trainer, die beiden, auch Admir macht immer Analyse, redet mit ihm. Auch ich mache die Smalltalk mit allen anderen mit. Und jetzt Wochenende, das war einfach von Bauchgefühl, habe ich gedacht, okay, ohne großen Druck, weil die Gegner spekuliert, die Gegner will nur die Passwege zumachen, schmeiß ich rein. Und er hat richtig gutes Spiel gemacht, hat uns fast gerettet. Ja, weil dann kommt die Raum, kommt die Schnittstelle und nach der gleichen Reihenfolge machen wir die Tore. Und das ist deswegen eine gute Frage, weil muss ich überlegen mit der Mischung, vielleicht ein Deo mit Hussein, eine Chance geben, weil ich glaube, das ist auch wichtig für uns. Wir haben eine Mannschaft mit Entwicklungspotenzial, und so wie ich das weiß. Wir haben auch nicht so viel Geld selber für die nächstes Jahr. Und dann müssen wir so Spieler wie Bilal, haben wir hier geholt, dann auch die Chance geben. Und ich glaube, das ist ein Moment. Aber trotzdem muss ich noch alles beobachten, die ganze Paarung nochmal durch. Bei Bukalak ist jetzt auch im Training Zeit, er will spielen. Das ist einfach gut, aber ich muss wieder eine Mischung finden, was auch funktioniert. Und diese defensive Schwäche kommt auch, wenn wir Phase zu schnell Ballverlust haben. Dann werden wir immer müde sein, dann können wir nicht gegen die Ball arbeiten. Da müssen wir auch verbessern, ja? Mit der sogenannten Erholungsphase, Ballbesitz. Und dafür, Bila ist auch ein Prototyp. Noch eine Nachfrage vom Kicker, Steffen Roth. An den Sportdirektor Benny. DOC-Fei kam jetzt von der Bank zweimal und hatte riesen Impact bei dem Maler aufs Spiel. Intern habt ihr, glaube ich, kommuniziert mit ihm auch, dass die gemeinsame Reise zu Ende geht im Sommer. Jetzt spielt er wirklich richtig gut. Bist du gerade schon auf der Suche nach irgendeinem Geldspeicher, um doch noch ein Angebot vorzubereiten? Nicht auf dem Geldspeicher. Also grundsätzlich muss man ja sagen, er macht's gut. Er nutzt die Chancen, die er einfach bekommt. Und wir sind mit ihm und auch mit seinem Berater im Austausch. Aber wir haben ja auch eine klare Maßgabe. Also mit Julian Eitschberger kommt auch ein junger U21-Nationalspieler nach der Leihe in Halle zurück. Klar kann man sagen, Deo spielt auch auf der 6. Aber grundsätzlich hat sich erstmal nichts an der Gesamtsituation Stand heute verändert. Nils Heidemann für die Berliner Morgenpost. Paul, Thema Defensive. Zur Innenverteidigung haben wir zuletzt immer wieder Marton und Linus gesehen. Kombination Leisner-Kempf, die über weite Teile der Saison die Stammbesetzung war, saß auf der Bank. Was fehlt den beiden momentan, um die Startelf wieder zu besetzen? Oder was machen Linus und Marton besser? Ja, ich glaube, erstmal generell, ich habe nicht so viel Statistik geguckt. Wir haben ein paar Punkte mehr, denke ich. Wir haben unter Druck Positionsspiel, Ballbesitz, Ball raus transportieren, besseres Spielzug.
Und wenn du nicht verlierst, dann muss man ein bisschen warten. Ja? Vielleicht Martin Bald hat eine gelbe Karte, dann kommt Kempfi, dass er überragend trainiert, dass er überragend mitmacht mit der Situation. Er macht keine eigene Nase hoch. Er hilft für die jungen Spieler. Das gilt auch für Toni Leisner. Ja? Eigentlich heute habe ich mit ihm, ich sollte ein Gespräch führen und dann haben wir verschoben für morgen. Ja, das muss man auch moderieren, ist sehr schwer. Muss man sagen, die Toni hat einen riesen Zweikampfwerter. Ja, und mit Linus haben wir einen Spieler, dass wir nach vorne verteidigen kann, mehr Rest verteidigen kann und mehr Risiko nehmen können. Natürlich, die Linus muss auch steigen. Er hat jetzt ein paar Spiele gespielt, das habe ich gemeint, mit der Konzentration, junge Spieler kommt rein, Stress. Ja, kann sein, dass sogar eine Leistung Wochenende spielt. Ja, das kann ich heute nicht sagen, aber so wie sie benehmen, auch Flo Niederlechner, das ist genau für die Berliner Weg, so Top-Jungs, dass die mitmachen, mithelfen und nicht auch die Busfahrt. Ein Toni Leisner nach Rückreise, nach Spiel, hat auch gejubelt, mitgemacht hat. Also praktisch, ich kann nicht beschweren. Ich weiß, es ist sehr schwer trotzdem für die. Roberto Lamprecht, Bild-BZ noch einmal. Jo, auch nochmal an beide. Paul, Ibo Maser kam rein als Joker und hat einen großen Anteil gehabt, dass ihr das Spiel noch gedreht habt in der Endphase. Ist er dir vielleicht sogar als Joker lieber? Ist er da noch, hat er da noch mehr Wert für euch, als wenn er den Druck hat, in der Startelf gleich was zeigen zu müssen? Beziehungsweise die Räume hat logischerweise. Und eine Frage an Benny, auch wenn es keiner mehr hören kann. Irgendwie schnuppert ihr trotzdem noch oben so ein bisschen dran, auch wenn es 8 Punkte sind, aber es rennt keiner so richtig weg. Ihr seid ganz gut in Tritt. Wollt ihr doch noch mal oben rankommen und alles anzünden? Ibo Maser. Okay. Mein Tag ist lang, ich bin seit 37 hier und muss man konzentriert mit der Mannschaft auch umzugehen und viele Statistik und alles immer in den Kopf. Ibo Maser, du hast so geredet wie ich. Also praktisch, du bist herzlich willkommen hier. Weil ich habe auch ein bisschen in dieser Richtung die Meinung. Er ist halbe Stunde richtig gut. Er ist noch jung, unerfahren bei den Männerfußball. Dann nutzen wir seine Frische gegen eine müde Mannschaft aus. Sieht sehr gut aus. Aber wenn er die erste Halbzeit spielt, er kann uns entlasten gegenüber ein Pressing. Bei 1 gegen 1, wie er wendet, das stresst die Gegner. Dann holt er einen Freistoß raus. Also Prototyp ja, haben wir nicht. Das ist gut, vielleicht irgendwann Richtung Ballbesitz verbessern, dass du mit Reza, mit Maser, da hast du Spieler, dass die 1 gegen 1, ja, wenn angelaufen wird, können sie sich lösen. Ja, dann müssen sie noch die 6 ein bisschen steigern. Und wenn wir unsere Ballbesitz noch 10-15% nach oben bringen, dann sieht das besser aus. Ja? Weil dann, ich glaube, so wie wir spielen, wie unsere Tore fallen, dann hast du da eine Mischung. Ja? Aber dieser Elemente ist noch nicht da im Training, ob wir üben. Und im Spiel sieht man auch nicht viel davon. Und das ist so wie die Defensive verhalten, auch mit dem Ballbesitz, da haben wir ein riesen Defizit. Und da ein Ibo Maser von Admir würde sagen, er würde Anfang an spielen lassen und Thomas dazwischen. Und ich bin diejenige, die sagen, eine halbe Stunde. Meine? Ja. Sorry, Roberto, wie oft habe ich gesagt, immer eine Frage stellen? Aber auch da, du hast eigentlich die Antwort auch schon fast ein bisschen selber gegeben. Man kann die Frage vielleicht auf der einen Seite nicht hören und meine Antwort wahrscheinlich dann genauso. Wir sind leider damit gut gefahren, dieses Langweilige von Spiel zu Spiel. Wir wollen das Heimspiel gewinnen und dann haben wir zwei Spiele hintereinander gewonnen und dann gucken wir halt weiter. Dann fahren wir danach nach Karlsruhe. Und es ist genau, wie du es beschreibst, irgendwie schnuppert man noch ein bisschen, aber es bringt halt einfach nichts. Wir müssen unser Heimspiel gegen Hansa Rostock gewinnen. Das wollen wir gewinnen, dafür wollen wir alles geben. Und da haben wir eine Mannschaft, die auch gerade sich mit dem Spiel in Paderborn mit wirklich viel Mentalität gegen Widerstände gewehrt hat und dieses Spiel gewonnen hat. Und da haben wir uns in die Situation gemacht, dass wir, das Paul zu Beginn gesagt hat, wieder volles Haus, wieder große Unterstützung. Und das wollen wir auch sagen und wollen dieses Heimspiel für uns entscheiden. Und dann können wir weiterreden. Thomas Flehmer für die dpa. Und wie moderiert der Trainer zur Mannschaft hin diese Situation? Da wird es ja bestimmt noch Ambitionen geben. Also erstmal, ich habe ein riesen Glück, weil wir arbeiten mit dem Stab eng zusammen. Das gehört auch die CEO dazu, Tom oder Benny oder Zecker, und ich halte immer mein Ohr offen. Und jetzt haben wir Ziel gesetzt für die Mannschaft. Wir wollen zeigen, dass wir dreimal hintereinander gewinnen können, weil das haben wir nie geschafft. Und das ist das Ziel jetzt. In dieses Jahr das zeigen, weil dann hast du eine Basis,
hat der BSC seit Jahren nicht mal dreimal hintereinander gewonnen. Ich glaube, letzte Mal bei Antekovic. Ja? Also, tut mir leid. Und das haben wir auch dieses Jahr nie geschafft, Leute. Und da moderieren wir das. Die Motivation ist sehr wichtig. Und scheint so auszusehen, dass die mitmachen, weil die Training gestern 1 gegen 1, ein paar Schienbeine hat wehgetan, wirklich. Da war ein bisschen Blut da. Das gehört dazu. Das Fußball ist nicht immer nett. Und dafür heute war auch Fußballtennis, damit die zweite Bälle wieder auch so vernünftig bearbeitet. Und auch mit dritter Mann in Erwärmung, wo die auch nicht nur stehen bleiben, sondern immer sich zeigen. Und wenn man das schaut, wie die Mannschaft arbeitet, das ist alles schön, aber wir wollen die nächste Schütter und jetzt die Ziel, 3 Spiele hintereinander in dieser Saison zu gewinnen. Wir gehen noch einmal zu Steffen Rohr für den Kicker. Frage an Pal Dardai. Defensive Standards waren ein Brennpunkt oder ein Schwerpunkt in Paderborn. Habt ihr das schwerpunktmäßig nochmal aufgearbeitet die Woche und ist das auch ein Punkt, wo du sagst, Toni könnte vielleicht dann doch eine Rolle spielen heute? Richtig, sogar im Training haben wir ein bisschen so gemacht, dass Kempfi hat gespielt und Martin habe ich als Sechser vorgezogen. Und dann haben wir doppelte 16er gemacht und nur Standard, richtig Standard, böser geübt. Und leider die A-Mannschaft genau nach dieser Muster, wie Wochenende, in 15 Minuten 2 Tore bekommen. Dann ärgerst du dich. Ja, und das ist Verhalten, das ist Gier, das ist schlau zu sein. Und da müssen wir uns verbessern, weil die Saison hat das nicht so schlecht ausgesehen. Wir haben uns verbessert, aber die letzte Woche 2 Standard-Tore. Und das gefühlte mehr war. Seien wir ehrlich, muss man ehrlich sein, fast jede Standard von den Gegnern war gefährlich. Und dann gebe ich zu, da müssen wir wundern, ja, haben wir gewonnen, weil nicht 4-1 war die erste Halbzeit. Aber danach, wenn das Spiel 90 Minuten dauert, ja, dann kommt die Bumasa und solche Spiele, dann kann man noch sauber machen. Aber bitte Wochenende besser verteidigen. Wir sind dran. Und ja, das ist ein bisschen Mentalität, da müssen wir verbessern. Costa Karatanassis, 94-3, RS2. Paul, Hansa Rostock sehr formstark, dann kommen die auch noch mit 20.000 Fans. Ein besonderes Spiel für die Fans, für die Polizei ein Sicherheitsspiel. Also es passiert viel drumherum. Bereitest du deine Jungs auch mental auf so ein Spiel dann vor? Ich glaube, das müssen wir nicht mehr machen. Die Unterstützung hier bei uns ist dieses Jahr ist einfach Hammer. Die zweite Liga Deutschland kann stolz sein, wie die Liga funktioniert mit Fans und mit Fankultur. Und wir haben auch dort in Rostock, ich glaube, die beiden Fans während des Spiels, das war sehr ordentlich. Weißt du, was Magdeburg war? Feuerwerk, ja, beide Seiten. So hat mich gewundert. Also so lange, dass es für die Menschen nicht gefährlich wird, ich glaube, das ist toll und sehr schön. Und wir sind froh, dass so viel Rostocker kommt, weil ich glaube, das ist ein Fußballfest immer in Olympiastadion. Und Olympiastadion, Leute, dann ist das wunderschön, dann hat es eine Seele. Und da rauszugehen und spielen und die Jungs müssen sie feiern, damit die Fans glücklich nach Hause gehen. Das soll immer das Ziel sein. Und natürlich dreimal hintereinander gewinnen. Thomas Flehmer für die dpa noch einmal. Eine Formfrage. Gilt das Stadion denn eigentlich dann als ausverkauft? Eigentlich nicht, nein. Also deswegen sagen wir extra Kontingent, das wir zur Verfügung stellen können, ist vergriffen. Wir würden nicht von einem ausverkauften Olympiastadion sprechen. Wolfgang Leffler, Golazo Berlin noch einmal. Herr Dardai, ich muss noch mal zurückkommen auf die Kombination, die Sie suchen im Bereich der Sechser. Nun wurde ja in der Winterpause der Spieler Ibrahimi von Arsenal London verpflichtet, der in den ersten Tagen auch als Supertalent und Supertechniker vorgestellt wurde. Nun lese ich in der BZ, dass er aufgrund von konditioneller Mängel für die erste Liga momentan nicht tauglich ist. Wenn ich mir gestern Arsenal London gegen Bayern angucke, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Unterschied so groß sein sollte zur deutschen zweiten Liga. Ich kann ja mal anfangen. Und dann ja, ist okay. Also vielleicht nur zur Einordnung, Paul antwortet auch gleich noch, vielleicht noch die zwei Sätze. Es ist sicherlich zu Beginn ein kleines bisschen verrutscht durch die erste Sachen. Wir haben ihn klar für den Sommer geholt und klar mit der Maßgabe, er soll sich hier an Berlin, an die Stadt gewöhnen. Und er hat tatsächlich, und das ist auch korrekt, haben wir ihn jetzt mit unserem Athletiktrainer, mit Henrik Kuchno, extra Fitnesseinheiten gegeben, um ihn aufzubauen und vorzubereiten, weil er ist ein Zugang für den Sommer. Das vielleicht dazu. Perfekte Antwort.
Keine Ergänzung, Paul? Nee. Okay. Gibt es noch Fragen? Dann bedanke ich mich an dieser Stelle. Danke fürs Herkommen, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns am Freitagabend um 18:30 Uhr im Olympiastadion. Ha ho he.